Auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank auch für die einleitenden Gedanken und auch schon Lieder, die wir gesungen haben. Und ja, Kevin, was du auch gesagt hast, fand ich so schön, auch was im Römer 12 steht. Und zwar, dass wir uns verändern lassen sollen. Weil ich denke, den Willen Gottes zu tun, aber auch wollen zu tun, das können wir nicht von uns heraus, aus unserem von unserer menschlichen Natur aus, weil alles in uns widerstrebt ja dem, was der Wille Gottes eigentlich ist. Und ich denke, die Veränderung ist das Entscheidende, dass Gott unser Herz verändert, dass es der Anfang sein muss, dass wir überhaupt beginnen, Gottes Willen zu suchen, aber dann auch zu tun. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus dieser Veränderungskraft, die Gott in uns bewirkt. Und heute, wir machen ja weiter aus Lektionen, also Lektionen aus dem Leben von Simon Petrus. Heute wollen wir uns eine Lektion anschauen, wo es auch darum geht, den Willen Gottes zu tun. Und das möchten wir uns in einem Gleichnis anschauen, das Jesus in einer Konversation mit Petrus nennt. Ihr dürft mal nebenher aufschlagen, das Matthäusevangelium, Kapitel 18. Ich habe meiner Predigt heute drei Punkte gegeben. Die ersten zwei Punkte, die werden wir relativ schnell durcharbeiten. Und erst quasi zum dritten Punkt, da möchten wir uns ein bisschen länger drauf aufhalten. Der erste Punkt wird heißen, die Frage des Petrus an Jesus. Der zweite Punkt wird dann heißen, die Antwort Jesus auf die Frage von Simon Petrus. Und dann drittens, wie schon gesagt, dann das Gleichnis, das er nennt, was auch überschrieben ist. Ab Vers 21, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Das sind so mal kurz zur Übersicht. Aber lesen wir erstmal den Text. Matthäus 18, Vers 21 bis Vers 35 einschließlich. Da heißt es, da trat Jesus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Das lasst mich nicht sterben. Ja, kein Problem. Vergebe dir. Herr, wie soll... genau, der gegen mich sündigt. Bis siebenmal. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihm, seine Frau und seine Kinder und alles, was er hat, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechten sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deine Mitknechten erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihm sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Das ist ein sehr herausfordernder Text, denke ich, weil wir sind Menschen und ich denke, jeder hat schon diese Erfahrung gemacht, auch gerade zum Thema Vergeben, dass das selbst uns Christen manchmal nicht schwer fällt. Nicht einfach fällt, zu vergeben. Und dann heißt es, ich habe es am Ende gelesen, sogar von Herzen die Verfehlungen des anderen zu vergeben. Das ist ein sehr herausfordernder Text und den möchten wir uns anschauen. Wie gesagt, Punkt 1, die Frage von Petrus war,
Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? 7-mal. Ich weiß nicht, woher Petrus hier die Zahl 7 nennt oder nimmt. Ich habe zumindest nichts im Alten Testament finden können. Wenn ihr was wisst, dann dürft ihr gerne mal auf mich zukommen. Das würde mich interessieren. Aber es wird zum Beispiel nicht explizit in der Bibel gesagt, im Alten Testament, dass wir unserem Bruder 7-mal vergeben sollten. Aber wir sehen hier aus dieser Frage und gleichzeitig auch dem Anliegen, das Petrus hier auch nennt, dass er zumindest 7-mal bereit gewesen wäre, seinem Bruder zu vergeben. Der ganze Zusammenhang hier, der steht ja auch in dem, dass Jesus im Vers 15 schon sagt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen anderen oder zwei mit dir, damit jene Sache auf den Ausgang oder der Ausgang von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Also das ist dieser Grundkontext, sage ich mal, worauf Petrus hier auch diese Frage stellt. Ja, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Wie oft soll ich nachsichtig hier auch sein mit seinen Fehlungen mir gegenüber? Und das ist ja auch, was ihr nennt, der Petrus, der an mich sündigt. Bis 7-mal. Ich denke grundsätzlich, wir Menschen, ich denke, das neigen ja alle dazu, das sieht man schon bei Kindern, dass sie sehr auf Gerechtigkeit aus sind. Ja? Gerechtigkeit ist uns Menschen wichtig. Und ich denke, eine Welt voll Gerechtigkeit, das wird sich jeder wünschen. Und gleichzeitig, denke ich, würde auch der Mensch aber behaupten, dass wir auch einsichtig, gütig, milde miteinander umgehen sollen. Das wünscht mir auch für sich selbst, dass wenn wir Verfehlungen haben, wenn wir irgendwo Fehler begehen, dass der andere sagt, passt schon, hey, ich vergebe dir, kein Problem, hey, dann lass mal 5 gerade stehen oder so weiter. Also dieses Beide. Gerechtigkeit ist so wichtig für uns und gleichzeitig diese Güte, diese Barmherzigkeit, diese Milde, das würden wir für uns zumindest auch wünschen, dass man uns so begegnet. Und ich denke mal, dieser humanistische Mensch, der versucht es ja irgendwie, ich sag mal, in Balance zu bringen und das auch auszuleben und wünscht sich so eine Welt. Aber durch die Sündennatur leider sehen wir, dass es nicht funktioniert. Ja? Wir sehen weder eine Welt der Gerechtigkeit, wo Gerechtigkeit herrscht, noch eine Welt, in der Barmherzigkeit herrscht. Und das ist ein Drama. Ich denke auch, wenn wir das Thema Vergebung heute ansprechen, was ja auch hier das Thema ist, wo Petrus auch die Frage stellt, wie oft soll ich vergeben? Da wäre der Mensch, der würde sagen, Vergebungsbereitschaft ist was Gutes, ist vielleicht sogar was Lobenswertes, wenn es jemand tut. Aber ich denke, der Mensch würde niemals behaupten, es ist deine Pflicht, du musst es tun. Sondern es ist was Freiwilliges, was du tun kannst, was vielleicht auch gut ist, was Lobenswertes ist, aber es ist niemals deine Pflicht. Keiner kann es auch von dir verlangen. Ich denke, so denkt ein Mensch, so ein Mensch, jetzt mal ohne Gott. Und vielleicht, ich weiß nicht, Petrus war ja aus dem Judentum, er war ja ein Israelit. Er kannte die Gesetzgebungen aus dem Alten Testament. Aber vielleicht dachte er hier ein Stück weit etwas ähnlich. Er war, wie gesagt, bereit, man entnimmt es mal einfach dieser Frage, bis 7-mal seinem Bruder zu vergeben. Woher nimmt er die Zahl 7, dachte ich mir. Ich denke, die Zahl 7, die Zahl 70, auch später in dieser Antwort von Jesus, 70-mal, 7-mal, die kommt ja öfters in der Bibel vor. Und 7 steht ja oft in Verbindung auch mit Gott. Wir haben es ja auch aus meiner Reihe zuvor schon gesehen, den 7 Ich-Bin-Worten Jesus. 7 kommt sehr oft vor. Und die Zahl Gottes ist ja auch die Zahl 7, sagt man ja so. Wir sehen es auch an Gegenständen, zum Beispiel im Alten Testament. Wir haben einen 7-armigen Leuchter, wir haben einen 7-fachen Gottesgeist, einen 7-fachen, also Namen Gottes auch. Aber ich fand interessant, wo ich mich auch mit diesem Text jetzt beschäftigt habe, dass 7 auch eine Zahl des Freispruchs ist. 7 ist auch eine Zahl des Schuldenerlasses. Das habe ich nämlich aus dem Alten Testament gesehen oder entnommen.
schon eine Parallelstelle, die genannt wird, wer die Schlachtübersetzung liest. Im 5. Buch Mose in Kapitel 15, Vers 2, dürft ihr mal aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 15, Vers 2, da kommt auch eine Zahl 7 vor. Nicht jetzt 7 Mal, aber wir sehen es auch mit dieser Zahl 7 verbunden. Da gibt Gott die Anordnung und sagt, am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass anordnen. Dies ist aber die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das er seinen Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Alle 7 Jahre, müsst ihr euch mal vorstellen, es wäre super, wenn es in unserer heutigen Zeit sowas gäbe, wurden die Schuld oder das Darlehen, das ja ein Schuldner auf sich genommen hat, die wurde erlassen. Der Schuldherr, der hatte seinen Nächsten erlassen. Diese geliehene Summe an Geld oder den geliehenen Gegenstand auch, einfach wo er sich zu Schulden hat kommen lassen bei jemandem, die wurden alle 7 Jahre erlassen. Und das sehen wir auch hier in Verbindung mit der Zahl 7. Etwas Ähnliches, was hier auch im Gegensatz zum Vergeben, was ist das Gegensatz oder der Gegensatz von Vergeben, was ist das? Habt ihr ein Wort? Was? Nachtragend, oft auch mit Rache, oder? Also es fügt einem einen Schaden zu, eine Schuld, und man ist nachtragend oder man rächt sich. Bitterkeit. Und das finde ich auch interessant. Die Zahl 7 wird auch in Verbindung mit, kommt auch mit dem Thema Rache in Verbindung, auch im Alten Testament. Aber da machen wir weiter, einfach nur als Hintergrundinformationen für uns. Ihr kennt ja die Geschichte von Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt. Und als Strafe wird er zwar nicht von Gott auch getötet für diese Schuld, die er auf sich geladen hat, aber seine Schuld war es, er musste immer rastlos und ruhelos umherziehen, immer auf der Flucht und in der Angst, dass andere Menschen ihn deswegen rächen oder umbringen könnten. Und Kain war ja darüber sehr, sehr erschüttert. Er sagt, die Schuld ist ihm zu groß, dass er sie tragen kann. Und Gott gibt ihm ja dann ein Zeichen und sagt, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich 7-fache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihm niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und hier taucht die Zahl 7 in Verbindung mit der Rache Gottes auf. Und das finde ich auch interessant, dass Gott hier dem Kain Schutz gewährt. Einen gewissen Schutz gewährt vor der Rache seiner Mitmenschen durch das Gesetz der Blutrache Gottes. Er sagt, wer Kain umbringt, der soll siebenfach von Gott gerecht werden. Wir wissen, dass Paulus ja auch sagt, und er zitiert ja auch 5. Buch Mose, dass wir uns selber nicht rächen sollen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sagt er zu uns Gläubigen, sondern gebt Raum den Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem, was uns Jesus auch lehren möchte, beziehungsweise hier auch den Petrus lehren möchte durch dieses Gleichnis, das später auch spricht. Wie sollen wir auf Unrecht, auf Schuld, auf Sünde reagieren, die uns widerfährt? Wie oft sollen wir rächen? 7-mal, wie Gott? Lamech, der sagt ja, Kain soll 7-mal, ihm soll 70-mal gerecht werden. 70-mal? Nein. Wir sollen uns überhaupt nicht rächen, sondern wir sollen vergeben. Das ist das, was hier Jesus uns lehrt. Und Jesus selber gibt uns hier das beste Vorbild ab. Und in Kolosser 3, Vers 13 heißt es, ganz praktisch, für uns Gläubigen, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat. Also, er gibt uns dieses beste Vorbild ab, was das Thema Vergeben anbelangt. Jesus Christus. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem Hauptthema, zum Punkt 3 meiner Predigt, zum letzten Punkt. Und da möchten wir uns jetzt länger auch damit befassen und aufhalten. Nämlich, jetzt wollen wir uns das Gleichnis anschauen, das Jesus hier uns nennt.
das Gleichnis vom unbarmherzigen Knechten. Wir haben es ja eben gelesen und es ist ein Himmelreichsgleichnis. Weil er sagt ja hier, denn darum gleicht das Reich der Himmel einem König und so weiter. Jesus nennt hier jetzt ein Himmelreichsgleichnis. Und im Matthäusevangelium werden oft Himmelreichsgleichnisse erzählt von Jesus, angewendet. Oft auch Gleichnisse in Bezug, ja gerade auf die Ewigkeit in den anderen Evangelien. Und die haben alle ja einen gewissen Aspekt, Aspektpunkte, die sich auf die Ewigkeit beziehen. Alle Himmelreichsgleichnisse beziehen sich auf die Ewigkeit. Und da beschreibt Jesus oder möchte Jesus uns deutlich machen, dass es einen Ort gibt, einen ewigen Ort der Errettung, in der Herrlichkeit bei Gott, seinem Vater, aber es gibt auch noch einen zweiten Ort, einen ewigen Ort der Verlorenheit, und das ist die Hölle, Himmel und Hölle. Das ist so ein Aspekt, der in Verbindung gerade mit diesen Himmelreichsgleichnissen in Verbindung stehen, ja. Und da gibt es viele Beispiele, viele Gleichnisse, die Jesus nennt. Zum einen hier dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knechten. Wir kennen aber auch das Himmelreichsgleichnis vom Sauerteig, die Frau ja nimmt und mischt mit dem Teig. Oder das Senfkorn, das zum Beispiel geworfen wird auf die Erde, woraus ein Baum wächst. Oder auch ein Schatz, der verborgen ist in einem Acker, der gefunden wird. Und die Fragen werden darin beantwortet eigentlich, die wir vielleicht auch haben. Was ist das Wesen des Himmels? Und wie komme ich in den Himmel? Und wer kommt denn überhaupt in den Himmel und wer nicht? Und das möchte Jesus eigentlich in diesen Gleichnissen, auch heute in unserem Gleichnis, das wir uns anschauen möchten, eigentlich uns deutlich machen. Wir haben hier einen schönen Vers stehen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich denke, das ist eines der entscheidenden Wegweiser für unser Leben und für uns persönlich, zu wissen, wie wir zum Vater kommen. Und der Vater bezieht sich auf das Reich des Vaters, das himmlische Reich. Und gleichzeitig sagt uns Jesus aber auch in seinem Wort, dass wir danach ringen sollen, da hineinzukommen. Wie ganz praktisch jetzt dieses Ringen aussieht, um zum Vater zu kommen, in Jesus Christus, aber wie das ganz praktisch für uns bedeutet, was das für uns bedeutet, das möchte Jesus uns durch diese Gleichnisse verdeutlichen. Wir möchten ganz kurz einen Exkurs machen, gerade durch diese vier Gleichnisse. Der Schatz im Acker. Was möchte uns Jesus damit sagen? Das Reich Gottes ist etwas, so sagt er es in diesem Gleichnis vom Schatz des Ackers, ist etwas Verborgenes. Etwas, was man nicht auf der Straße einfach so findet, sondern dass, wenn wir es finden, dass das etwas Großartiges ist und dass wir zugreifen müssen. Mit diesem Aspekt, wie wir es auch in der Bibel haben, heute, wenn ihr seine Stimme hört, heute, das heute, darum kommt es an. Und er sagt auch, zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 12 heißt es, ergreift das ewige Leben. Das ist etwas, wonach wir greifen müssen, mit diesem Aspekt. Das zweite Bild ist zum Beispiel der Kaufmann und die Perle, die kostbare Perle. Das Reich des Himmels gleicht einer kostbaren Perle. Und mit diesem Aspekt, dass wir wie einen Kaufmann diese Perle suchen müssen. Das Himmelreich, das müssen wir suchen. Oder auch dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Reich Gottes gleicht dem Vaterhaus. Und nur diejenigen kommen in dieses Reich, die umkehren. Es sind eigentlich nur Heimkehrer. Heimkehrer, die in den Himmel kommen. Mit diesem Aspekt. Wir müssen kommen. Und das vierte und das letzte Beispiel, die anvertrauten Talente. Es kommen nur diejenigen in den Himmel, die mit ihren Talenten arbeiten, wirtschaften. Wir sehen es in diesem Gleichnis auch, die Faulen, denen wird das Talent genommen, es wird den anderen gegeben, sie selber aber gehen verloren. Und es ist interessant, dass Gott das hier, dass Jesus das hier in diesen Gleichnissen uns so aufzeigt, dieses Wesen des Himmels, des Himmelreichs und diesen Fragen, wie ich schon gesagt habe, wer kommt ihr überhaupt in den Himmel und wie komme ich
in den Himmel. Wie seht ihr hier an diesem Beispiel, Gott ist ein Gott, der abrechnet. Er hält hier Abrechnung mit seinen Knechten. Auch Paulus sagt es so schön, dass wir alle mal Rechenschaft vor Gott ablegen werden. Und das bezieht er auf uns Gläubige, auf uns Christen. Im Gleichnis, wir haben es gelesen, da ist ein König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte, Vers 23. Und dann heißt es, gleich zu Beginn wurde einer vor ihn gebracht, der war seinen Herrn 10.000 Talente schuldig. Und weil dieser Schuldner, dieser Knecht, nicht bezahlen kann und der Herr daraufhin befiehlt, dass er alles verkaufen soll, was er hat, sogar Frau und Kinder, da fällt er vor ihn nieder, er huldigt ihn, heißt es in meiner Übersetzung, und sagt, habe Geduld, bis ich alles bezahlt habe. Und es ist interessant, was dann heißt, Vers 27, da erbarmte sich der Herr. Dieser König, der hat Erbarmen und er ist so großzügig, dass ihm diese riesige Summe, wir werden nachher drauf kommen, was das für eine Summe war, diese 10.000 Talente, kurzerhand erlässt er ihm diese ganze Schuld. Einfach nur hier aus Erbarmen. Und gerade eben, ja, voll Freude, denke ich auch, und voll Erleichterung, wenn man so eine Schuld erlassen bekommt, geht er hinaus von seinem Herrn und er trifft einen Mitknechten, dieser Knecht. Und der war ihm, wie heißt es, Vers 28, er war ihm 100 Denare schuldig. Und er fordert es ein, sogar sehr hart. Meine Übersetzung heißt, er würgte ihn sogar. Also er ergreift ihn wirklich sehr hart und er spricht zu ihm, bezahle mir, was du schuldig bist. Und wir sehen hier diese gleiche Reaktion. Dieser Mitmensch, er fleht um Erbarmen, er fällt vor ihm nieder und bittet um Gnade, um Gunst, um Aufschub, dass er ihm die Zeit noch gibt, bis er ihm das zurückzahlen kann. Wir möchten einfach mal ein paar Begriffe hier, die genannt werden, der König, die Knechte und so weiter, auch dieses Schuld, uns mal genaueres anschauen. Dieser König, der gleichzeitig hier abrechnet, also früher waren Könige auch gleichzeitig Richter, ist ein Bezug, ist ein Bild auf Jesus. Auf Jesus selbst. Weil, wir haben es auch schon gehört mal, Jesus selber sagt, denn der Vater richtet niemand, sondern er hat das Gericht seinem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und auch Paulus sagt in Korinther, in 2. Korinther, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist eindeutig, Jesus selbst wird Richter sein und König sein, der hier auch abrechnet, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei Gutes oder Böses. Also der Bild auf den König hier in diesem gleichnischen Bild auf Jesus selbst. Jesus selbst als König und Richter. Jetzt wollen wir uns diesen Begriff Knecht oder diese Knechte anschauen. Wir wissen auch aus der Bibel, ein Knecht ist immer ein Diener. Und hier ist ein Knecht des Königs, ein Diener des Königs. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass wir, egal, jeder Mensch ist irgendeines Knechtes. Ja? Entweder sind wir, wenn wir Sünde tun, Knechte der Sünde, Knechte des Teufels. Johannes 8, Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sündenknecht, sagt Jesus. Oder wir sind Knechte, wir sind Diener Christi, so wie Paulus es selber sagt in Römer 1, Vers 1, ein Knecht Jesu Christi. Es gibt nur die oder die Seite. Hier ist es eindeutig ein Knecht des Königs, ein Diener Jesu. Also halt mal fest an diesem Punkt, das Gleichnis Jesus sagt uns, dass Jesus hier auf dem Richterstuhl sitzt und dass ein Knecht, sein Knecht, der ja kein Gottloser in der Hinsicht ist, sondern ein Christ, dass er hier Abrechnung hält mit ihm. Die Frage bleibt jetzt mal offen, ist es nur ein Namenschrist oder ist es wirklich ein wiedergeborener Christ? Das bleibt jetzt mal offen an dieser Stelle.
Jetzt wollen wir uns mal mit dieser Schuld befassen. Wir haben eben gelesen, 10.000 Talente und 100 Denare. Was bedeutet das eigentlich übersetzt auf uns heute? Es ist ein bisschen schwer, das eigentlich zu übersetzen, weil Talente ist eine Gewichtseinheit, Denar ist eine Währung, eine Währungseinheit. Das jetzt zusammenzubringen, das jetzt einfach mal versuchen zu gegenüberzustellen, ist ein bisschen schwer. Aber wir wollen es versuchen. Es hat ja geheißen, hier sind zwei Schuldbeträge. Einmal die Schuld des Knechtes vor Gott, vor Jesus, vor seinem Herrn, 10.000 Talente. Und einmal diese Schuld des Mitknechten zu seinem Knechten, 100 Denare. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit und die umfasst etwa 34 Kilogramm. Ist interessant. Ich habe gestern gleich mal geguckt, wo ich noch mich interessiert habe dafür, was ist denn der aktuelle Goldpreis? Der liegt etwa bei 57,5 Euro das Gramm. Wenn man das jetzt mal hochrechnet mit dieser Gewichtseinheit Talent, dann bedeutet das, ein Kilogramm entspricht 57.500. Das entspricht etwa 2 Millionen Euro das Talent. Das bedeutet, 10.000 Talente entsprechen etwa 19,5 Milliarden Euro. Einfach mal die Summe so mal in den Raum. 19,5 Milliarden Euro Schulden will keiner von uns haben, oder? Die Frage ist, wie kommt man überhaupt auf so einen Schuldenberg als einzelner Menschen? Ist eine große Frage, die ich mir auch gestellt habe, aber die ist unermesslich fast groß. 19,5 Milliarden Euro. Schauen wir das mal gleich mit dem Denar an. Wie gesagt, Denar ist eine Münzeinheit und es ist ein bisschen schwer, das jetzt umzurechnen. Zur Zeit Jesus war ein Denar ein Tagelohn. Zum Beispiel ein Soldat hat seinen Sold bekommen täglich von einem Denar. Wenn man das jetzt mal mit diesem Verhältnis von 10.000 Talente anschaut, dann bedeutet das, etwa 203 Millionen Tageslöhne entsprechen 100 Tageslöhne, 100 Denare. 203 Millionen Tageslöhne zu 100 Tageslöhne. Oder 2,03 Millionen zu 1. Also mal der Unterschied, der ist wahnsinnig hoch, ja, von 10.000 Talente zu 100 Denare. Dass ihr das einfach mal so ein bisschen mal bildlich auch bekommt. Zur Zeit der Kaiser oder des Kaisers Julius Caesar, da entsprach etwa der Wert eines Kriegsschiffs oder eines Segelschiffs etwa 34 Kilogramm Gold. Also ein Talent. Also die Schuld, die dieser Mitknecht hatte, dieser Knecht hatte bei Gott, entsprach etwa einer Schiffsflotte von 10.000 Schiffen. Wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ich habe mir die Frage gestellt, auch wie kommt es, dass Jesus gerade diese Schuld des Knechtes in diesem Gleichnis, gerade vor Gott, so außergewöhnlich hoch hier in diesem Bild ansetzt? Warum so so außergewöhnlich hoch? Die Schuld ist ein Bild auf die Sünde. Die Schuld, die ist ein Bild auf Sünde. Und wir wissen, dass Schuld, ob klein oder groß, immer eines bewirken, das lesen wir auch im Römerbrief, nämlich bewirkt Tod. In Römer 6, Vers 23 heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Jesus sagt selber in Matthäus 5, Vers 22, wenn mit seinem Bruder zürnt, der sogar sagt Raka oder wie das, dieses du Narr, da heißt es, der ist des höllischen Feuers schuldig. Frei übersetzt. Jetzt könnt ihr das mal euch mal vorstellen. Die Schuld zu sagen zu dem Bruder du Narr entspricht schon, dass du des höllischen Feuers schuldig bist. Das ist vielleicht schwer nachvollziehbar, aber wenn man das mal so betrachtet, wie Gott Sünde sieht und darüber urteilt, ist es verständlich, hier in diesem Bild so eine Riesensumme an Schuld vor Gott zu haben. Wenn man denkt, was der Mensch sich allein in einem Leben anhäufen kann. Sogar eine einzige Sünde zieht einen Menschen in die Verdammnis, in die Hölle. Und wir wissen, oder wenn wir uns die Frage stellen, was ist denn die Voraussetzung, was ist die Voraussetzung für einen Menschen, dass überhaupt hineinkommt in den Himmel? Das ist ja das Himmelreichsgleichnis. Und
es ist immer die eine Voraussetzung. Keine einzige Sünde. Keine einzige Sünde. In der Offenbarung wird von diesem himmlischen Jerusalem, das ja so herrlich ist, wird gesagt, dass dort nichts Gemeines, nichts Unreines zu finden ist und auch nichts hineinkommt. Gott lässt keine einzige Sünde da hineinkommen, in den Himmel. Warum? Warum ist das so? Gott ist doch so allmächtig, sagen manche. Gott kann doch einfach hier, wie gesagt, fünfe gerade stehen sein lassen und Menschen einfach den Eingang in den Himmel gewähren. Warum tut es Gott nicht? Gott ist doch ein Gott der Liebe, würden manche behaupten. Da würde ich die Frage zurückstellen, was würde denn passieren, wenn Gott so handeln, so reagieren würde? Was würde mit diesem himmlischen Paradies geschehen? Das gleiche wie auf Erden. Ich denke, es wird nicht lange gehen, dann wird auch dort Leid und Tod bald genauso zu finden sein wie hier auf Erden. Das bedeutet, diesen herrlichen Ort, dieser herrliche Ort im Himmel, den können wir nur erreichen, wenn uns die Sünde, wenn unsere Sünde völlig entfernt wird. Wenn wir wie dieser zahlungsunfähige Knecht wirklich ganz freigesprochen werden von unserer Sünde. Das ist eine Voraussetzung. Wir sind alle wie dieser Knecht. Das möchte Jesus hier in diesem Bild deutlich machen. Wir sind alle vor Gott zahlungsunfähig. Ja, wir können diese Schuld nicht wieder gut machen. Allein jetzt mal aus dem Leben her betrachtet, wir haben es ja schon angeschaut, es sind ja 634.000 Jahreslöhne. Allein schon von der Lebenserwartung geht es gar nicht, ja? Geht es nicht. Und das ist jetzt nur so ein das soll ja nur was verdeutlichen. Das soll man ja jetzt nicht rechnerisch auf uns übertragen. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Das geht nur, wenn uns die Sünde erlassen ist. Und das tut Gott für uns. Das hat Gott für uns getan in Jesus Christus. In Jesus Christus, seinem Sohn. Wir haben es in diesem Gleichnis gesehen. Und auch so können wir kommen. Mit all unserer Schuld. Egal wie hoch sie auch ist. Wir können um Vergebung bitten. Und sie wird uns gewährt. Ich denke, nur wem wirklich vergeben ist, dem sind die Tore zum Himmel offen. Ich denke, wer dagegen mit Sünde, unvergebener Sünde, stirbt, der geht ewiglich verloren. Das macht das Bild hier deutlich. Vielleicht fragst du dich, wie viel Vergebung ist bei Gott möglich? Wie viel Vergebung ist bei Gott möglich? Gibt es eine Obergrenze? Gibt es eine Obergrenze für Gottes Vergebungskraft? Die Bibel sagt eindeutig nein. Er hat uns keine Obergrenze markiert. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade und Vergebungskraft, die ist ohne Grenzen. Weil er selbst für uns gestorben und gelitten hat. Er selbst die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen hat und schon bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Gott stirbt für uns mit seinem Blut, mit seinem Leben. Und dieser Wert ist viel, viel größer als auch diese Riesenschuld der ganzen Menschheit. Und das geht vielleicht einem Menschen gar nicht so wirklich in den Kopf. Wie groß ist denn diese Vergebung? Und wie groß ist dieser Wert auch vor allem desjenigen, der für uns stirbt? Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Und der Prophet Jesaja sagt ja auch schon in Kapitel 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Auch wir müssen, wie dieser Knecht, vor Gott eingestehen, ich bin zahlungsunfähig. Und dem spricht Gott wirklich frei und gewährt er auch hier diese Vergebung und Gnade. Wenn wir vor Gott eingestehen, ich bin zahlungsunfähig und ich kann es nicht bringen.
Ja, es ist unvorstellbar groß, diese Gnade Gottes. Und man würde jetzt ja meinen, wenn man so diese Begebenheit liest, dieser Mensch, der müsste ja wirklich voll Freude, voll Dankbarkeit da hinausgehen aus diesem Gerichtssaal, möchte ich mal nennen. Und ja, voll allen Grund haben, eigentlich mit seinen Mitknechten zu feiern und vielleicht ein Fest zu feiern. Mir sind meine Riesenschuld vergeben worden, einfach so. Aber es erschüttert vielleicht einen oder den anderen, wenn er liest, wie dieser Knecht reagiert. Wir alle neigen dazu, vielleicht jetzt auch voll mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, boah, wie kann der nur? Wie kann der nur hier so hart sein mit seinen Mitknechten, der ihm ja 100 Denare schuldig sind? Wir haben es gelesen, 2,03 Milliarden zu 1. Dieser Vergleich, so kleines, so was Geringes. Und er würgt ihn und er schmeißt ihn ins Gefängnis. Er will nicht ihm vergeben, nicht einen Denar. Wie hart, wie mitleidlos, wie unbarmherzig hier dieser Knecht mit seinen Mitknechten umgeht. Es erschüttert uns vielleicht, das zu lesen. Und wir sehen es auch in unserem Text, die Mitknechte, die das sahen, die waren darüber wütend, die waren sehr aufgebracht darüber, zutiefst fassungslos. Und sie bringen diese Kunde vor ihren Herrn und erzählen es ihm. Und wir sehen auch, was geschieht. Er lässt ihn zu sich rufen und dieser König spricht zu diesem Knechten: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deine Mitknechten, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und jetzt geschieht eigentlich das große Drama hier in dieser ganzen Geschichte, in diesem Gleichnis. Der König, der macht diesen anfangs gewährten Freispruch, diesen Schuldenerlass, rückgängig. Er macht es rückgängig. Und er spricht dazu ihm, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihm diesen Folterknechten oder auch Peinigern, in anderen Übersetzungen heißt es Peinigern, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und ich finde, irgendwie an diesem Bild zeigt sich oder bestätigt sich, was auch Jesus in Matthäus 7 sagt: Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst oder auch richtet, er sagt ja richtet nicht, wird auch euch zugemessen werden. Das bewahrheitet sich hier in diesem Bild, finde ich, mit demselben Maß. So wie er mit seinen Mitknechten umgegangen ist, wie er ihm diese Barmherzigkeit nicht gewährt hat, so macht Gott es hier, dieser König hier in diesem Bild, seine anfangs gewährte Schuldenerlass macht er rückgängig. Und das finde ich schon sehr krass. Das ist einfach mal so, einfach in diesem Bild eindeutig zu lesen. Die Unbarmherzigkeit, sage ich mal, dieses Knechtes, sie kam auf sein eigenes Haupt wieder zurück. Diese Nichtvergebungsbereitschaft hier und diese Unbarmherzigkeit, wie ich schon gesagt habe, die trifft ihn am Ende selbst. Selbst. Jetzt kommen wir zu einer ganz heiklen Frage, wo sich auch viele Christen nicht eins sind und vielleicht auch viel streiten, und das wollen wir natürlich nicht. Kann Gott, der den Menschen alle Sünden vergeben hat, ich sag mal, dieses Gnadenangebot, diese Gnadentat wieder zurücknehmen? Kann das sein? Ich denke, das passt vielen gar nicht in ihr Gottesverständnis, in ihre Gottesvorstellung. Aber Jesus nennt uns ja hier ein Gleichnis, und Gleichnisse dienen auch dazu, wo Jesus uns eigentlich Gott offenbaren möchte, seinen Vater, wie er ist, seinem Wesen nach und das Reich des Himmels. Luther sagte: Wenn wir uns die Vergebung nicht verdienen können, können wir sie auch nicht verwirken. Also Luther war überzeugt, wenn man sie nicht verdienen kann, diese Vergebung, diese Gnade, dann können wir sie auch nicht verwirken. Aber zu diesem Text sagt Luther auch: Wenn einer die empfangene Gnade missbraucht,
dann geht's in die ewige Verdammnis. Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Was meint Jesus hier? Oder wie ist es uns jetzt, wie möchten wir das jetzt verstehen, in rechtes Verständnis bringen? Die schwierige Frage besteht, und wie schon gesagt, sind viele sich nicht eins. Kann ein Knecht Jesu, eindeutig hier ein Knecht in unserem Text, also ein Gläubiger, wieder verloren gehen oder nicht? Wir möchten uns den ersten Punkt anschauen, die Unverlierbarkeit oder auch die Heilsgewissheit. Es gibt viele Stellen, die das uns wirklich auch ganz deutlich garantieren, dass wir eine unverbrüchliche Heilsgewissheit haben dürfen. Und das ist wunderbar. Menschen, die eine wirkliche, echte Bekehrung erlebt haben, die dürfen sich ihres Heils gewiss sein. Gott lässt uns ja nicht bis ans Lebensende in dieser Ungewissheit. Gott schenkt Heilsgewissheit und das ist wichtig. Wir dürfen es wissen. Hier eine Bibelstelle, es gibt manche Bibelstellen, aber eine Bibelstelle, die das ganz klar bestätigt. 1. Johannes 5, Vers 13. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohn Gottes. Das ist ein Überzeugtsein, das ist Glaube, ein Wissen, ein Überzeugtsein, dass wir hier schon dieses ewige Leben haben, die ihr glaubt. Und dieses Glauben bezieht sich auf dieses Präsens aktiv, auch dieses, die ihr beständig glaubt, die ihr wirklich auch eine echte Bekehrung erlebt habt, neues Leben bekommen habt in Gott, in den Namen des Sohnes, glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Die anderen, die sagen ja oder betonen ja die Verlierbarkeit. Und das möchten wir uns jetzt auch anschauen, weil dieser Text auch heute, der sehr herausfordernd ist, wenn man das jetzt so nimmt, würde ja sagen, der hat es ja wieder verloren, diese Gnade. Die wurde ja rückgängig gemacht. Da möchte ich jetzt mal mehr dieser Frage nachgehen, was war das denn für ein Knecht? Was ist das denn für ein Knecht? Ist er wirklich, wirklich ein wiedergeborener Christ? Das kann man hier bezweifeln, denn wir sehen es durch sein Verhalten, durch dieses, was man sich hier auch wir als Gläubige vielleicht gar nicht vorstellen können, dass hier er so unbarmherzig umgeht, das sehen wir hier an seinem Leben, dass sein Leben hier keine gute Früchte zeigt. Also das mag man hier bezweifeln dürfen, ob das wirklich ein wiedergeborener Christ war. Dazu möchte man eine Bibelstelle lesen, ihr dürft aufschlagen, Matthäus 7, Vers 15, wo uns Jesus eigentlich deutlich macht, dass es viele, ich möchte es mal so betonen, Herrsager gibt, die aber später mal ein trauriges Erwarten haben. Matthäus 7, Abvers 15 möchte ich lesen. Es wird im Zusammenhang mit falschen Propheten genannt. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt auch man Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Es erschüttert, glaube ich, wenn man diese Textstelle liest, weil Jesus sagt, viele werden an jenem Tag sagen, Herr, Herr, haben wir nicht dir gedient? Waren wir nicht Knechte in deinem Reich? Haben sogar, was steht's,
in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben, viele Wundertaten getan. In deinem Namen haben wir nicht gedient, in deinem Reich. In Bezug vielleicht auf diesen Knechten auch hier. Eine andere Frage, wo vielleicht viele ja, vielleicht sich damit schon beschäftigt haben und sie fragen, wie kann das sein? Gott ist doch allmächtig und Gott ist doch ein Gott, der macht keine Fehler. Kann Gott etwas gereuen? Kann Gott etwas gereuen? Gott hält doch immer fest an seinem Wort. Dazu zwei Bibelstellen. 1. Mose 6, Vers 6 heißt es, da gereute es ihm, also Gott, dass er die Menschen gemacht hat. Oder Jona 3, Vers 10, ihr kennt die Geschichte, da heißt es, als aber Gott ihr Tun, also der Niniviten, sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihm das Übel, das er ihnen angekündigt hat, und er tat es nicht. Gott hält doch immer sein Wort. Ich denke, Gott erhält seine Zusagen, ja. Er ist aber auch souverän. Und er hält jetzt nicht stur an seinem Vorhaben fest. Und das zeigt eine wunderbare Wesensart Gottes eigentlich. Dass Gott, wir sehen es auch in diesem Bild der Witwe, die auch zu diesem Richter geht, wo auch Jesus nennt, sehen wir darin, dass Gott bereit ist, sich umstimmen zu lassen. Ist wunderbar, Gott, der so allmächtig ist, keine Fehler macht, dass er sich bereitwillig auch umstimmen lässt. Wunderbar, dass wir so einen Gott haben. Kann es sein, auch in diesem Bild hier mit diesem unbarmherzigen Knechten, dass es hier aufgrund dieser, ja, ich sag mal, dieser Tat oder dieser Reaktion von diesem bösen Knechten, dass Gott vielleicht da gesagt hat, es steht jetzt nicht explizit hier so da, es reute mich, dass ich diesem Knecht vergeben habe? Alles. Diese frühere Schuld, die da war, für die muss er jetzt wieder selbst aufkommen. Aufgrund seines bösen Verhaltens, wie er hier mit diesem Mitknechten, der im Jahr 100 Denare schuldig war, nicht mal bereit war, ihm dies zu vergeben. Ich denke, Gott will uns hier in diesem Gleichnis eines groß machen. Zum einen, in diesem Himmelreich kommen nur wirklich diejenigen, denen wirklich die Schuld, die ganze Schuld abgetan worden ist, also ohne Sünde. Das Zweite, ich glaube, es gibt hier, was man sagen möchte, auch hier, es gibt hier nur eine, wirklich eine einzige Stelle, wo wir Sünde loswerden können, und das ist wirklich das Kreuz Jesu Christi. Nur bei ihm. Und das ist aus freier Gnade, das ist ein Geschenk. Das können wir nicht erarbeiten aufgrund dessen, dass wir auch Menschen sind, aufgrund dieser großen Schuld, die auf uns lastet, auf jeden Menschen. Dort wurde die Sünde gerichtet. Dort wurde sie gerichtet. Und darum können wir nur in Jesus diese Vergebung wirklich bekommen, unverdient. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir haben dabei festgestellt, es gibt keine Obergrenze bei Gott. Es gibt keine Obergrenze, wo die Vergebungskraft aufhören würde bei Gott. Aber durch dieses Gleichnis sehen wir eindeutig, es gibt eine Marke, es gibt eine Obergrenze, die wir uns selbst zuschreiben haben. Eine Grenze, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Und die beginnt da, ganz klar in diesem Bild, wenn wir die Gnade Gottes bekommen haben, Vergebung erlangt haben, ein Gnadengeschenk, dieses Gnadenangebot erhalten haben von Gott, wenn wir nicht bereit sind, unseren Bruder, hier dieser Nächste, seine Verfehlungen, die Sünden an uns, nicht von Herzen zu vergeben, Vers 35. Das ist die Marke, das ist die Grenze, wo Gott ganz klar sagt, da hört die Vergebung nicht auf, sondern da kann sie rückgängig gemacht werden. Und das ist etwas ganz, das muss man auch sagen, finde ich. Das muss gepredigt werden.
Vergebung kann gecancelt werden. Kann gecancelt werden. Vergebung kann aufgehoben werden. Jesus sagt ja in Matthäus, auch in der Bergpredigt, Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Oder auch Matthäus 6, Vers 12 davor. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kann sein, dass die Bibelstelle falsch ist. Bin mir nicht sicher. Aber es ist das Gebet, das Vater unser. Da beten wir ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und das Gleiche sollen wir auch tun beim Beten. Das geht sogar wirklich bis in die Praxis hinein, wo Jesus sagt, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Vergebung ist das A und O. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Logisches. Ich denke, ein Mensch, der das nicht begriffen hat, wie hoch seine Schuld vor Gott ist und was ihm vergeben worden ist, der das nicht wirklich wertschätzt, der das nicht wirklich, dem Gott das nicht wirklich offenbart hat, ich glaube, der neigt dazu, wirklich dann auch so zu handeln, dass wir nicht unseren Mitmenschen vergeben können. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das ist der Beginn der ganzen Sache, selbst zu erkennen, wer man vor Gott ist und wie viel einem selber vergeben worden ist. Wir sind auch Menschen und mir passiert das auch oft, es geht ja auch gegen unsere menschliche Natur, dass wir nicht oder bereitwillig, wir können es vielleicht auch nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Wille. Kevin hat es in der Einleitung gesagt, was ist der Wille Gottes? Das ist ein Wille Gottes, dass wir unserem Nächsten vergeben sollen. Und wir merken, den Willen Gottes in der Hinsicht, den möchte unser Fleisch nicht tun. Und da sträubt sich was in uns. Und da muss Gott eine Veränderung erst bei uns bewirken. Und ich denke, es beginnt darin, dass wir wirklich erkennen, wie viel uns vergeben ist. Wer wir eigentlich wirklich selber sind, was für eine Schuld wir eigentlich vor Gott haben, die uns wirklich frei aus Gnade erlassen worden ist. Ich denke, nur aus dieser Erkenntnis heraus, aus dieser Veränderung auch, die Gott bewirkt, aus dir heraus können wir erst von Herzen, wie es in Vers 35 geheißen hat, von Herzen die Verfehlungen anderer, die an uns sündigen, vergeben. Und das möchte hier Jesus dem Petrus deutlich machen. Nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Er möchte uns hier keine Rechenaufgabe stellen, also 490-mal, ab dem 491. Mal darfst du dem anderen mit der gleichen Münze heimzahlen. Ich denke, das möchte Jesus uns hier dadurch nicht sagen, dass wir schön Buchführung halten sollen, ja? Und dem anderen hinweisen, gestern haben wir drüber geredet. Nein, das möchte Jesus uns nicht sagen. Sondern, dass wir mit dieser Gnade, mit dieser Vergebung, mit der uns Gott begegnet, genauso unseren Mitmenschen begegnen. Egal wie hoch die Schuld, egal wie oft, dass wir ihm vergeben. Und wenn ich in mein eigenes Leben schaue und sehe, wie Gott mir vergibt, wie oft, auch jetzt noch, und ich darf immer kommen und darf wissen, er vergibt mir. Diese Textstelle, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist eine Zusage, so ein Versprechen, wo ich so dankbar bin, dass uns die Bibel das uns mir gegeben hat, dass wir genauso auch unseren Mitmenschen begegnen. Weil es hat eine schlimme Folge, und wir sehen es auch in diesem Text, wenn wir nicht dazu bereit sind, dann stellt sich die Frage, ja, hast du wirklich dieses Gnadeangebot Jesus wirklich, wirklich begriffen? Und bist du wirklich zum lebendigen Glauben durchgebrochen? Hat Gott Neues in dir bewirkt? Oder bist du nur ein Herrsager und tust nicht den Willen Gottes? Das ist das große Drama hier in diesem Gleichnis. Vergebung erhält nur, wer selbst auch vergibt. Jetzt möchte ich auch abschließen. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, also dies an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt,
Vers 35, habe ich vertan. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Zum Abschluss noch ein Bild von Jesus, das er uns nennt. In Lukas 7 wird uns berichtet, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Und dann fragt ja Jesus dem Simon, was glaubst du? Also er schenkte ihm das beides. Der Herr schenkte beiden Schuldnern oder erließ ihnen ihre Schuld. Und dann fragte er den Simon, was vermutest du, wer wird ihm deswegen am meisten lieben? Und dann sagt der Simon, richtig, ich vermute aber, dem er am meisten geschenkt hat. Und dann sagt der Jesus, du hast recht geurteilt. Und ich denke, darum geht's. Darum geht's auch in diesem, wie ich schon gesagt habe, dem anderen zu vergeben. Wenn wir erkannt haben, wie groß unsere Schuld vor Gott ist, dann glaube ich, und dass uns vergeben worden ist, ich glaube, dann führt uns dazu, dass wir auch wirklich von Herzen die kleine Schuld, die vielleicht auch andere, die kleine Sünde, die vielleicht Menschen an uns tun, im Vergleich zu der großen Sünde, die wir vor Gott eigentlich haben, dass wir ihn sie gerne, freiwillig und von Herzen überlassen und vergeben. Micha 7, Vers 18 heißt es, wer ist ein Gott wie du, der Sünden vergibt? Und weiter, der Lust hat an der Gnade. Das wünsche ich auch mir, das wünsche ich uns, dass Gott es in uns bewirkt, dass wir wirklich auch in der kommenden Woche Lust haben an der Gnade, dass wir auch Gnadengeber sind durch die Gnade, die wir empfangen haben. Dass wir Freude haben, anderen ihre Verfehlungen zu vergeben. Das ist ein sehr herausforderndes Thema, ich weiß, aber lasst uns das auch wirklich tun, diesen Willen Gottes leben mit seiner Kraft. Und wenn es uns schwerfällt, dürfen wir auch immer darum bitten, dass er es doch auch uns geben und schenken möge. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass du uns unsere Schuld erlassen hast und dass, wenn wir kommen und es eingestehen, dass wir zahlungsunfähig sind vor dir, dass wir uns das ewige Heil nicht verdienen können, noch erkaufen können, dass du uns hier so mit voller Liebe und Erbarmen begegnest und uns unsere Sünden auch völlig vergibst, dass du nicht nachtragend bist, sondern dass du eigentlich Gott bist, der ganze Sache macht und völlig vergibt. Und so möchte ich dich einfach auch bitten, dass du es auch uns immer größer werden lässt, ja, was uns vergeben worden ist. Aufgrund dessen, dass du für uns, Herr Jesus, ja auch alles auf dich genommen hast, bezahlt hast mit deinem eigenen Leben. Ja, aus dieser Dankbarkeit heraus auch wirklich freiwillig und von Herzen auch bereit sind, die kleinen Sünden, die uns auch Menschen widerfahren und getan haben, vielleicht auch wirklich ganz zu vergeben. Ja, Nachahmer Gottes hier auch zu sein, so wie du uns vergibst, so dass wir auch andere vergeben. Danke, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun, brauchen noch können, aber dass du es in uns bewirkst. Danke, Herr, dass wir auch wissen dürfen, dass du uns da auch hilfst und kennst auch unsere Situationen, unsere Einzelnen in den Leben, wo es uns schwerfällt. Mögest du uns auch in der kommenden Woche beistehen und uns immer auf dich ausrichten und auf dein Kreuz. Amen. Amen. Danke, lieber Josch. Ich habe mal gehört, dass die Zahl 7 auch für Vollkommenheit oder eine Vollzahl bedeutet, für Vollkommenheit. Und der Josua hat die Frage gestellt, gibt es Grenzen bei der Vergebung Gottes? Nein, es gibt keine Grenze. Seine Vergebung ist vollkommen, was auch die Zahl 7 bedeuten soll. Und so sollen wir auch den anderen vollkommen vergeben. Nicht nach einer Zahl bemessen, sondern immer vergeben und auch vom Herzen, also vollkommen vergeben. Danke für die Botschaft. Wir singen ein Lied zum Abschluss. 422 möchte euch verabschieden.
euch einen gesegneten Sonntag und eine gute, gesegnete Woche wünschen. Bis zum nächsten Sonntag.